weil ich natürlich eine stolz geblähte Brust habe, dass durch meine Pflegelinie dieses Problem endlich behoben ist und die Patientin vor Freude mich umarmt hat. Herzlich willkommen zum Podcast der Praxiskontur mit Standorten in Frankfurt am Main und Fulda. Rund um alle Themenbereiche der ästhetischen Medizin. Hallo, meine lieben Beauty-Freunde von der Praxiskontur. Hier ist wieder Dr. Nicole David mit einem kleinen Einblick in meine tägliche Arbeit in der Praxiskontur Frankfurt und Fulda. Ich möchte heute berichten, tagesaktuell, von einer jungen Dame, Mitte 40, die eigentlich schon seit ihrer Jugend mit trockener Haut, auch schuppiger Haut, zu kämpfen hatte und die natürlich sich immer wieder in Parfümerien mit einschlägigen Produkten hat überreden lassen, diese zu kaufen, zu probieren, zu testen und trotzdem mehrmals am Tag, das ist das Interessante, nachcremen musste, weil sie einfach diese Trockenheit und dieses Schuppige nicht losgeworden ist. So, warum ist das interessant, dass ich das erzähle? Das ist deshalb interessant, weil ich natürlich eine stolz geblähte Brust habe, dass durch meine Pflegelinie dieses Problem endlich behoben ist und die Patientin gestern beim Nachkaufen der Produkte und Dazukaufen von sogenannten Anti-Age-Wirkstoffen in meiner Pflegelinie vor Freude mich umarmt hat und einfach Danke gesagt hat, dass das noch nie vorgekommen ist in dieser Form mit ihrer Haut und dass sie froh ist, ihrem Bauchgefühl getraut zu haben, mir getraut zu haben und es einfach auszuprobieren, weil das Konzept funktioniert nun mal gänzlich anders als alles, was ihr so kennt auf dem Markt. Ich hatte ihr beim ersten Einkauf auch verboten, gleich mit den Hightech-Wirkstoffen anzufangen, wie zum Beispiel Retinol, weil ganz klassisch die Hautbarriere von ihr zerstört war. Deswegen hat sie ja diese schuppige, rote, ewig trockene Haut gehabt. Und wir erst einmal eine Basis uns erarbeiten müssen für circa 4 bis 6 Wochen. Und wenn das funktioniert hat und die Trockenheit auch aufgehört hat und die Haut sich selbst geholfen hat und in der Tiefe sozusagen die Feuchtigkeitsdepots nicht mehr verloren gehen, dann kann man mit sogenannten Anti-Age-Wirkstoffen weitermachen. Und ich habe auch da erstmal milde ihr empfohlen, die 0,3%ige Retinolcreme mit dem hohen Phosphatidylcholin-Gehalt zu versuchen, erstmal 3-mal die Woche, später 4-mal die Woche als Nachtcreme, immer mit Feuchtigkeit von mir obendrauf. Und wenn sie dann die Tube leer hat, können wir auf 0,5 und irgendwann auf 1,0% Retinol umsteigen. Hätte ich ihr das sofort gegeben, dann wäre die Haut explodiert förmlich. Das ist natürlich Unsinn. Deswegen ist mir die 1:1 Beratung auch so wichtig. Also, das ist einfach nur ein Highlight aus meinem Berufsalltag und der Freude, die ich damit in Verbindung gebracht habe, jemandem zu helfen, der wirklich gequält war über Jahrzehnte, was seinen Hautzustand anbelangt. Und ihr kennt mich mittlerweile, mir ist eine gesunde, strahlende Haut von innen aufgebaut, viel, viel wichtiger als jedes Spritzchen. Das Spritzchen on top sehr gerne, aber nicht als Basis der Dinge. Insofern wünsche ich euch einen wunderschönen, tollen Tag. Und ihr wisst ja, wir werden schön zusammen alt. Und bis bald, eure Dr. Nicole David. Das war der Podcast der Praxiskontur. Sie finden uns im Steinweg 10 in Frankfurt am Main, in der Friedrichstraße 13 in Fulda, online unter praxis-kontur.de sowie auf Facebook, Instagram und YouTube. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.